Herzlich willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic mit Tim und M2G und leck mich am Arsch und ja. So. Grüßt euch zusammen! Hallo. Mann, ey. Motivation. Ja, ich habe eigentlich keine Motivation. Also nicht wegen Spiel, sondern wegen Drum und Cast, weil ich den Planet einfach hasse. Das ist doch die letzte Quest. Was wollen die nur von uns? Und weil ich den letzten Test von Primal Carnage gemacht habe, was mich voll aufgeregt hat, weil es nach einem Jahr immer noch kaum Inhalt bekommen hat. So, wir machen jetzt noch, warte mal, ich muss mal gucken. Die Helden 4. Was? Kehre zu Captain Arsch zurück? Moment. Ja, jetzt haben wir noch eine Quest zum Abgeben. Ja, das meinte ich. Muss ich erstmal abgeben. Mal. Wie lautet der Bestimmungsort? Ja. Aber du warst direkt durchgeflogen, deshalb. Ja. Ich hab's ja jetzt schon abgegeben gehabt. Ja. Aber ich habe ja noch jemanden, der mit dir denn mitsprechen kann. Warte mal. Ich muss gerade mal zurückfliegen. Ja. 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 So. Frachthafen. Aha. Ist das eine Storyquest? Hä? Ja, wenn die sagen, da ist ein Bug drin mit dem Gleiter, dann verstehe ich nicht, warum man so einen Bug so lange drin lässt. Das ist ein Code, den die im Spiel verändern müssen, damit er benutzbar wird. Ja, ich hab das Support-Ticket halt aufgemacht. Das wird dir kaum helfen. Doch, der hat mir nach einer Stunde halt direkt geantwortet. Ah ja, kannst du ihn jetzt benutzen? Nee. Kannst du ihn jetzt benutzen? Nö. Nee, aber er hat dann halt gesagt, ja, tut uns sehr leid für die Unannehmlichkeiten. Wir werden das mit dem nächsten Patch schnellstmöglich wieder beheben. Standard-Makro halt. Oh, ja. Story-Bereich. Ist das bei mir? Macht mir da hinten. Wenn ich so lange eine Pause mache, ja, beim Spielen weiß ich schon gar nicht mal, wo meine Story jetzt war. Ich habe jetzt gar keine Ahnung, warum ich hier in den Frachthafen für meine Story soll. Und warum hier lauter Gegner rumstehen. Was? Cool, meine Story ist verpackt. Du hast da Quests am Frachthafen. Hab ich ja nicht. Story, hab schon eben zweimal gesagt. Story. You know. Ja, warum ist da ein Hafen und ging uns da hinten? Weil es kein Raumhafen ist, sondern ein Frachthafen. So. Müssen wir da hin, okay. Du kannst hinkommen, ja. Ich bin eh noch am Gegner kaputt machen. Kannst in die Story noch rein. So, ich bin jetzt auch schon drin. Aua! Da haben wir schon mal alles kaputt. La 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 la. Irgendwie habe ich Lust, heute PvP zu machen. Keine Ahnung. Was wir machen? Oder die nächste Instanz, Artis, sind wir jetzt auch stark genug. Aber da muss der Tim mal lernen, richtig zu tanken hier, denn. Ich muss das mal wieder umgewöhnen, ey, vom Jedi. Oh Scheiß, vom Nahkampf wieder auf Fernkampf. Ja, geht mir auch so. Was ist? Marco hat's aufs Maul gekriegt. So, zwei wieder bin weggeflogen. Um ach so, ja, ja, klar. Das ist verarscht. Das ist wirklich schwer. Malz. So, wo muss ich denn hin hier? Ach, ich muss da was benutzen. Ja. Reden mit Kisten. Ach, der schon wieder.
Ach, ich steuere diesen kleinen Druiden. Ferngesteuertes Auto. Der macht coole Geräusche. WDF. Okay. Rennst, wir rennen. Ja. So, raus hier. Ja, wie gesagt, das Problem ist, ich habe jetzt so lange Pause gemacht auf der Seite hier, dass ich jetzt gar keine Ahnung habe, warum ich das gerade getan habe. So, links sind die Elite-Quest und oben ist meine Story-Quest, die ich glaube ich auch noch. Was machen wir jetzt zuerst? Hast du Grund dafür, mit einem ferngesteuerten Auto rumzufahren? Ja, natürlich. Entweder ist eine Bombe drin oder es ist ein Abhör-Droide. Wir werden von einem Staubsauger verfolgt. Scheiße. Digga, euch. Die Droiden kommen überhaupt nicht hinterher. Ah, doch. So halbwegs. Ach ja, stimmt. Hier, die muss ich ja abgeben. Das hast du schon, ne? Ja. Ja. Schon zurück? Ja, ich spule das jetzt vor, wie gesagt. Der sagt ja nur, oh, schon zurück. Hier hast du Credits, lenk mich. Tschüss. Lord Gratan. So. Planetenauszeichnung natürlich. So. Was ist eigentlich jetzt mit dem Teamspeak-Server von deinem Kollegen da? Funktioniert wieder. Was? Ich habe versucht drauf zu gehen, da kam Error. Dann hat er einen ausgehabt. Ja. Ich glaube, ich muss ja wieder einen eigenen holen. Wir müssen uns echt mal einen Mountain Blade Game Server mieten irgendwann. Und dann? Ja, und dann? Damit da endlich mal durchgegriffen wird, hier was Adminrechte und so angeht und Regeln. Dann nehme ich dieselben Regeln wie bei Nexus. Baue mir erstmal eine fette Adminburg auf die Map. Die uneinnehmbar ist und dann können die machen, was sie wollen. Wenn sie gegen die Regeln verstoßen, gibt es direkt auf die Fresse von mir. Direkt hier Stasi-Server nenne ich den dann. Stasi 2.0. So. Ja, ich darf sowas sagen. Ich bin halber Italiener, ja. Ich bin Ithaka. Oh, das habt ihr auch schon abgegeben. Melde mich zum Dienst, Major. Ich wollte mich. Hey, alles auf dem Rückweg gemacht. Du bist einfach durchgeflogen. Na ja, klar. Ich glaube, Captain Eisen hielt gerade. Momentan. So. Bla 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 bla. Jetzt hab ich die Elite Quest. Genau. Helden 4. Ach so, das muss ich erstmal annehmen, gell? Keine Ahnung. Du hast gesagt, du hast alle Quests gemacht. Ja, ich hab die schon gemacht, ja. Wer sieht denn an? Hey, wie? Ach so, ich soll es jetzt doch nicht annehmen. Ja, wenn sie annehmen kannst, dann nimm an. Kriegst du Erfahrung, ja. Auch wenn du es schon mal gemacht hast. Ist ja wiederholbar, Elite Quest. Ey, ich häng fest. Nicht verstanden. Gibt's einen Datacron? Ich hab nur keine Ahnung, wie man da nochmal hochkommt. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob ihr die jetzt wirklich nochmal, also ob ihr die wirklich machen wollt. Ah ja, ich mach cool. Die. Natürlich mach ich die, hallo? Wie kommen wir da hin? Ja. Ey, sag mal. Manchmal hab ich das Gefühl, ich red Spanisch oder so. Ich hab denen gesagt, ich guck grad, wie man da hochkommt. Ja, ich weiß das. War da. Nein. Dann müsst ihr mir folgen. Dem folgen. Ja, ich weiß, dass man da ganz hoch muss, aber ich will ohne außen rum zu gehen da hochkommen irgendwie. Das klappt normalerweise. Nee, das geht nicht. Was? Natürlich geht das. Ich hab die Macht. Du versuchst das da und wir gehen hier außen rum. Macht es mit mir. Stimmt doch gar nicht. Nur weil du würgen kannst. Ja, kannst du würgen? Nee. Nee, aber ich kann blitzen. Nur Pizza und Scheiße kannst du hochwürgen und kotzen, das kann sein. Ja. Ja, geh ich da außen rum. Meine Fresse. So, hochheben ist auch was Gutes. Gut geschafft.
Was gibt's da für einen Wert bei dem Datacron? Keine Ahnung. Ich glaube Liz, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Wenn du nichts für Flash, dann kannst du unten bleiben. List ist mein Hauptattribut, hallo? Soll ich mal mein Gewehr irgendwo hinschieben? So. Kaum haben die ein bisschen Macht hier, die scheiß Lords, wenn die halt größenwahnsinnig sind. So, und? List. Stimmt. Jo. Was ist los? Ich fühle mich so listig. So, bist bereit? Ja. Strom, dann blenden. Geht's noch? Jetzt zeig ich dir mal, was Strom ist. Sagst du, ich bin hier die ganze Zeit am Blitzen. Wir brauchen 3 von diesen Thermaldetonatoren, dann müssen wir die Schiffe in die Luft sprengen und dann... Und noch ein paar mehr Leute. Ja. Nachher kommt der Endboss, der ist richtig schwer. Naja. Hast du alleine gemacht, dann ist er schwer, ja. Piu piu, piu piu, piu piu. Piu piu. So, Nummer 2. Voll komisch, aber ich habe irgendwie voll wieder Lust, WoW zu zocken. Obwohl ich ganz genau weiß, dass es voll scheiße ist, nach 10 Minuten ich mich wieder langweile. Ja, das Gefühl hatte ich auch kurz. Das ist aber nur so, also ich hätte nur Lust auf diese normalen Gebiete, auf Pandaria habe ich irgendwie überhaupt keine Lust, ey. Was heißt normale Gebiete? Naja, die vor Pandaria. Keine, so. Keine Xingqiong Teddybär-Gebiete, ey. Ich fand die Gebiete Washir und so fand ich saugeil, als das rausgekommen ist, ey. Für Spaß gemacht. Bei Age of Corn würde ich auch gerne mal wieder reingucken. Kannst du einen Kontrollbesuch machen? Ja. Wie gesagt, vom Kampfsystem und der Grafik ist Age of Corn halt immer noch das beste MMO, finde ich. So. Oh, meine Kalibre hat Damage over Time. Was geht ab? Komm, wir machen mal die Schiffe kaputt und dann noch die restlichen Typen, die hier rumlaufen. So, den Druiden, den stunne ich mal hier mit meinem Super Skill. Und dann müsst ihr direkt auf die anderen gehen. Oh, werden da schon wieder AOE benutzt, ey. Wie bei WoW hier. Wer will meine Kanone sehen? Was? Kalio sagt's mal, wer will meine Kanone sehen? Ich dachte, das ist eine Frau. Tja, die hat halt 2 Haubitzen. Hat richtige Kanonen, weißt du. Boah, ey, die mit ihrem scheiß Strom, ne? Ihrem Taser-Kack da. Ich
glaube, dass die Brustrüstung dir was bringt, die man da bekommt, aber ich glaube schon. Ist eigentlich sau gut. Und sieht, glaube ich, auch besser aus als dein lila Zeug, was du anhast. Ja, die ist, glaube ich, rot-schwarz oder so. Glaube ich zumindest mal. So war sie ja beim Krieger. Schön. Ah, und wieder regenerieren. Ich glaube, ich lasse mal einen Tank pullen. Achso, wir müssen eigentlich erstmal in die andere Richtung, gell, weil da ist nämlich auch noch ein Schiff. Und sonst müssen wir hier wieder zurück. Miep, miep. La, la. Hopp, greife an. Ja. Was ist denn das? Schwere Rüstung? Das ist für den Begleiter, gell? Keine Ahnung. Was ein Begleiter braucht. Ich glaube eher Stärke. Ich hab den denselben. Mann, ich verliere so schnell Energie, ist der Hammer. Ach ja, ach ja. Wenn wer Bock auf die Hammerstation hat. Oh, oh, der ist gut, der Wetter. Hey. Über einen grünen Gürtel vorher, Ja, manchmal freut man sich auch über Schrott. Damit. So, die restlichen kann man auf dem Weg zum Boss machen und zum letzten Schiff. Oder auf dem Rückweg, wie auch immer. Ja, man kann natürlich auch alles pullen einfach. Ich bin über den Hügel geflogen. Ich hab leider keine Augen hinterm Hügel. Nee. Das hat die Macht. Was ist los? Was bist du für ein Sith Lord? Ja, eigentlich wollte ich sie nur quälen. Hab nur eine billigere. Okay. Oh, jetzt bin ich schon wieder geblendet, Junge! Na, ist schön, wenn man betäubt ist, du Arsch. Ja, wir sind beide betäubt. Ich wollte mich heilen. Ja. Diese Leute hast, die in den MMOs dauernd hüpfen, ne? Ich ausrast. Die mit was hüpfen? Die Leute, die in den MMOs dauernd hüpfen. Aus Langeweile, die habe ich in WoW schon gehasst. Ich habe als Schamane nichts anderes gemacht. Toll. Oder als Krieger. Scheiße. Es sind überall Gegner, willst du mich verarschen? Oh Mann! Ja, wieder betäubt. Vielleicht hilft das ja. Taser Gang hier. Einmalige Sache, das Schild. Verschwende es nicht. Ja. Ich hab einen Cooldown bis morgen. Cool. Lohnt sich ja richtig dann. Nee, ich hab einfach nur keine Lust auf deinen Typen zu klicken und nicht zu sehen. Aber wenn wir jetzt gleich Inni oder PvP machen, werde ich wieder Heiler machen. Ja. Würde ich auch empfehlen davon. So. Was gibt's hier Schönes? Stiefel. Ui, toll. Denn, wo ist
Sieg und Sieg. Ich finde die Fähigkeit so super, wenn die so rumfliegen. Ja, vor allem beim Kemval hat das geil ausgesehen, als der Gegner gemacht hat. Dann hol dann wieder raus. Ja, ja klar. Ja, das war kaputt. Der Gold. Hast du vorhin gelesen, wie viel Gold ich jetzt im Mountain Blade schon habe? 24 Silber. Silber. Gibt's gar kein Silber, willst du dich verarschen? Kupfer. Kupfer, ja. Gibt doch kein Kupfer, wir sind hier bei. Den. Mountain Blade, kein WoW. Aluminium. Nee, ja, 420.000. Ja, mein Ziel ist ja 1 Million immer noch. Aber wenn ich dich ausgerüstet habe, wirft mich das wieder ein bisschen zurück. Aber dafür kriege ich ja Schutz von dir. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Hallo? Als Schmied ist man anfällig. Letztens wurde ich auch umgeklopft von einem, der einfach in die Schmiede reinkommen ist, mit dem wir Krieg haben. Der hat mich von hinten einfach mal platt gemacht. Von dem Breitschwert hat er mir eins gegeben ins Genick. Komisch, die eine Heilung kostet weniger, heilt mehr, hat halt eine Sekunde längere Castzeit. Ja, ist doch gut. Sei doch froh. Ich würde sagen, wir gehen hier runter, weil der Weg wurde ja schon freigemacht von irgendjemandem. Ich hüpfen. Leben ist noch lebenswert oder so. Macht Sprung. Boah, das war knapp. Kommt, Druiden, kommt. Ach, deiner bleibt stehen. Mist. Ah, da kam er runtergehüpft.